Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt, was du auch mit mir tun magst. Ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens. Weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen. Denn du bist mein Vater. Jesus Christus, vor wenigen Tagen standen wir abends an deiner Krippe am heiligen Abend. Wir haben mit den Hirten zusammen gehört, wie der Engel verkündet hat, Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Und jetzt, keine 24 Stunden später ging es ja schon los, da hörten wir von der Steinigung des Stephanus. Und nun, wenige Tage später, hören wir vom Fest der unschuldigen Kinder. Der Friede, Herr, den der Engel auf den Feldern verkündet hat, der scheint fern zu sein. Der scheint auf den ersten Blick eine Art Utopie zu sein. Ja, wir feiern das Fest der unschuldigen Kinder. Aber was wir hier genau betrachten, wenn wir das Evangelium des heutigen Tages hören, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir erst einmal nicht nach Feiern. Wir hören von Herodes, dem König, dem, sagen wir mal, falschen König, der auf dem Thron saß und der von deiner Geburt gehört hat und der Angst hatte um seine Macht, der dich umbringen wollte. Ja, und da er deiner nicht habhaft werden konnte, lässt er die Kinder in Bethlehem umbringen bis zum zweiten Lebensjahr. Immer wieder, Herr, wenn ich dieses Evangelium höre oder betrachte, dann bleiben mir besonders die letzten Worte des heutigen Tagesevangeliums im Gedächtnis. Dort, wo aus den Schriften des Propheten Jeremia zitiert wird mit den Worten, ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Herr, wenn ich diese Worte höre oder lese, dann höre ich das Wehklagen der Eltern, das Schreien der Mütter und Väter, die ihre Kinder zu Grabe tragen müssen, die aus verschiedensten Gründen, egal wie alt sie selber waren, egal wie alt die Kinder waren, ihre Kinder überlebt haben. Und ich höre den Schrei und den Schmerz. Und ich kann es mir gut, leider zu gut vorstellen, wie dieses Schreien und Weinen in Bethlehem zu hören war, als eine ganze Kindergeneration ausgelöscht worden ist. Herr, und da fällt es mir schwer zu behaupten, verzeihe, wenn ich das Wort behaupten nehme, dass das ein Fest sein soll, das Fest der unschuldigen Kinder. Denn zunächst einmal steht hier die Trauer. Wie kann es sein, dass das passiert? Die Antwort, Herr, die du uns gibst, die du mir gibst, ist erst einmal auch die Tatsache, dass du selber, der genauso hilf- und wehrlos, dich diesen, verzeih den Ausdruck, miesen Schwein Herodes hast ausgeliefert, indem du zu seiner Zeit in diese Welt gekommen bist. Indem du nicht als machtvoller König vom Himmel herabgestiegen bist, in allem Glanz und Gloria, mit deinen Legionen von Engeln, wie es ja auch später beim Prozess vor Pontius Pilatus gesagt wird von dir, du hättest deinen Vater bitten können, er hätte Legionen schicken können, so sagst du den Jüngern, um dich zu retten.
Nein, du lieferst dich uns Menschen aus. Du bist der Heiland der Welt und erleidest selber die Verfolgung. Die Sorge um dein Leben treibt deine Eltern um Josef und Maria. Sie müssen fliehen, sie müssen ihr Heimatland verlassen und nach Ägypten ziehen. Für mehrere Jahre. Sie müssen, wie es der heilige Josef Maria in Bezug auf den heiligen Josef gesagt hat, aber das kann man auch auf deine Mutter ausweiten, selbstverständlich. Sie müssen lernen, innerhalb des Heilsplanes Gottes sich zurechtzufinden, sich zu bewegen. Du setzt dich der Gewalttätigkeit, dem Unrecht, ja, dem blanken Hass des Menschen aus. Du wirst einer von uns. Und dennoch fällt es mir schwer, fällt es, glaube ich, jedem Menschen schwer, wenn man erlebt, dass Eltern um ihr totes Kind trauern, wenn sie ihr Kind verloren haben. Was für Worte kann man geben, um die zu trösten? Was kann man tun, um ihren Schmerz zu lindern? Man kann für sie beten. Ja, man kann dich bitten, Herr, dass du ihren Schmerz linderst, ihre Wunden heilst. Du bist ja der Heiland der Welt. Und genau das ist der Grund, warum wir das heutige Fest ja auch feiern können, warum es überhaupt ein Fest und nicht ein Trauertag ist. Da du die Grenzen des Todes zerbrochen hast, da deine Auferstehung uns eine Perspektive gegeben hat. Die Auferstehung, die Hoffnung darauf, unsere Verstorbenen, ja auch die sogenannten Sternenkinder, wie sie heutzutage heißen, zum Beispiel bei Totgeburten, diese Sternenkinder, dass sie nun bei dir sind. Dass die unschuldigen Kinder von Bethlehem, wie es so schön heißt, gekrönt werden für ihr Martyrium, dass sie unbewusst für dich abgegeben haben. Aber was ist nun mit dem Frieden, von dem der Engel sprach, den er auf den Feldern verkündet hat? Was für ein Frieden, Herr, kann das sein? Was für ein Frieden ist das, der Weihnachten kommt, den du bringst? Es ist der Friede, der zunächst einmal im Kleinen bei jedem Einzelnen von uns anfängt. Der Friede, der sagt, alle innere Zerstörung, alle innere Zerstreuung, all das, was dich innerlich beschäftigt, all das, was du gerne als Mensch verstecken möchtest, all die Verletzungen, all das Leid, all das wird von dir her gesehen und wird geheilt. Du sollst ihnen den Namen Jesus geben, so hat es der heilige Josef vor deiner Geburt vom Engel gehört, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Ja, Herr, darum geht es. Das gibt uns den Frieden. Versöhnung, Verzeihung. Für all das, was wir falsch machen. Für all das, wo wir Beziehungen und Liebe abbrechen. Für all den Hass, den wir in diese Welt hineinbringen. Aus Ehrsucht, Kleinheit. Aus Angst davor, nicht die erste Geige zu spielen. Denn in jedem von uns steckt so ein Herodes, mal größer, mal kleiner. Herr, wir feiern das Fest der unschuldigen Kinder. Wir feiern das Fest und beten ganz besonders, und das wäre mein Vorsatz für den heutigen Tag, für all die Eltern, für all die Familien, die in den letzten Jahren am Grab eines ihrer Kinder stehen mussten. Die erleben mussten, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Herr, ich möchte diese Menschen ganz besonders heute in mein Gebet hier einschließen. Und ich bitte dich, stärke du sie, tröste du sie, heile du sie, dadurch, dass du ihnen Zuversicht schenkst, dass du ihnen zusagst, dass ihre Kinder bei dir sind und dass wir alle eines Tages vereint sein werden in deinem Reich, wo du die Tränen trocknest und der Tod nicht mehr ist. Mein Herr und mein Gott, ich danke dir für all die guten Regungen, Eingebungen,
die du mir in dieser Zeit des Gebetes geschenkt hast. Ich bitte dich, hilf mir in meinen Vorsätzen, Maria, meine unbefleckte Mutter, und heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.